endlich ist es soweit. Der Winter ist vorbei, das Frühjahr ist da, die Blätter werden endlich wieder grüner und somit werden die Karpfen auch aktiver und damit beginnt unsere Zeit, wo wir endlich wieder auf Karpfen angeln können oder effektiver auf Karpfen angeln können. Ich gebe euch nochmal 10 Tipps mit auf dem Weg, wie ich meine Frühjahrsangelei gestalte und zeige euch, wie ich so vorgehe. Tipp 1, den ich euch gerne mit auf den Weg geben will, ist natürlich die Location. Ich mache es immer gerne, dass ich wirklich einmal mir die Zeit nehme, nicht einfach stumpf irgendwo mich hinsetze, sondern ich gucke wirklich, wo halten sich die Fische auf. Also auch wenn ich mich an dem See auskenne und genau weiß, okay, die Stellen laufen gut oder die könnten besser laufen, es kann immer sein, dass die Fische komplett im anderen Seeteil hängen und man irgendwie am Fisch vorbei angelt. Deswegen gebe ich euch den Tipp, geht vorher einmal, nehmt euch die Zeit, geht einmal eine Runde um See, guckt, wo sind die Fische, um gegebenenfalls darauf zu reagieren. Teilweise sind die Gewässer noch sehr kalt und dementsprechend gestalte ich dann auch mein Futter eher attraktiver. Also sehr viel lösliche Sachen, was richtig Wolke unter Wasser macht, aber auch halbe Boilies, ganze Boilies, also sehr durchmischtes Futter, sehr attraktives, für die Karpfen attraktives Futter kommt dann bei mir im Einsatz und versuche natürlich so meine Plätze so attraktiv zu gestalten, wie es nur geht. Tipp Nummer 3 von mir sind auffällige Hakenköder. Also natürlich kann man, wenn man jetzt zum Beispiel 3 Routen fischen darf, mal ein bisschen ausprobieren. Man sollte natürlich auch immer ausprobieren. Aber wenn man weiß, man kennt sich an dem Gewässer ein bisschen aus und weiß, die Fische reagieren schon gut auf auffällige Hakenköder, dann sollte man das auch machen. Und ich setze da halt immer gerne auf Schneemänner, auf auffällige Pop-ups obendrauf, einfach um die Fische visuell zu reizen. Tipp Nummer 4. Ist von mir, das zu machen, was man auch schon immer gemacht hat und was auch funktioniert. Also in Sachen Ricks zum Beispiel. Ich kenne das selbst von mir. Früher habe ich das auch oft gemacht. Im Winter hatte man viel Zeit, um sich irgendwelche Angelvideos anzugucken. Natürlich nimmt man viel informative Sachen mit raus und positive Sachen, definitiv. Aber oft versucht man dann irgendwelche Sachen, die ja vielleicht doch nicht so funktionieren wie altbewährtes. Und ich gebe euch den Tipp mit auf den Weg, gerade im Frühjahr, versucht nicht irgendwas Neues, sondern bleibt bei den Sachen, die gut laufen, gut funktionieren und dann werdet ihr euch auch euren Fisch fangen. Tipp Nummer 5 ist von mir, staffelt eure Routen schön auf, verteilt die im See. Natürlich solltet ihr jetzt nicht 300 Meter über den See spannen, aber versucht mehrere Sachen. Ich zum Beispiel habe es jetzt so gemacht in dieser Session, dass ich 2 Routen an den Uferkanten verteilt habe und eine draußen im Freiwasser. Damit sind wir auch gut gefahren. Wir haben die Fische im Freiwasser gefunden. Ich hätte vermutet, dass sie ufernah stehen. Hätte ich jetzt alle 3 Routen am Ufer verteilt, hätten wir keinen Fisch gefangen. Also immer die Routen schön verteilen und alles ausprobieren, was man machen könnte. Tipp Nummer 6. Muss ich nochmal aufs Futter eingehen. Seid vorsichtig mit Pellets. Also guckt vorher, wo ihr hinfahrt oder erkundigt euch ein bisschen. Vielleicht kennt ihr das Gewässer natürlich auch schon aus dem Vorjahr. Aber wenn ihr einen sehr, sehr hohen Brassenbestand habt in dem Gewässer, und ihr viel mit Pellets oder Mikropellets arbeitet, werdet ihr schlaflose Nächte bekommen. Denn Brassen stehen einfach super auf Pellets und seid damit vorsichtig. Guckt vorher, ob die Brassen sehr aktiv sind und falls nicht, könnt ihr natürlich Pellets einsetzen und wenn hier richtig oder auf dem Gewässer richtig viele Brassen drauf sind, lasst es lieber sein. Das stört die Karpfen auf den Plätzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich lockt es sie auch ein bisschen mit an, aber wenn da so viel Action auf dem Platz ist und ihr vor allen Dingen einen Klodeckel nach dem anderen daraus zehrt, ist niemals Ruhe auf dem Platz und das wäre nur kontraproduktiv. Tipp Nummer 7 von mir hat nichts mit dem Angeln an sich zu tun, aber mit eurem Wohl. Nehmt euch dicke Kleidung mit. Also gerade im Frühjahr, wir hatten jetzt tagsüber, habe ich das Haus verlassen im T-Shirt. Wir hatten knapp 20 Grad jetzt schon in der Sonne und gestern Nacht ist uns richtig kalt geworden. Wir hatten irgendwie, glaube ich, 3 Grad oder so.
Natürlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, klar weiß man oder denkt man daran, dass es nachts noch kalt wird. Aber wenn man das Haus verlässt mit dem T-Shirt bei 20 Grad, könnte es schon mal passieren und ist mir auch schon öfter mal passiert, dass ich meine Jacke zu Hause vergessen habe oder nicht dran gedacht habe. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch richtig kleidet am Wasser und ein bisschen was Warmes dabei habt, sonst macht das alles keinen Spaß. Tipp 8 ist, dass ihr nicht zu schnell aufgibt. Die Fische sind teilweise noch sehr, sehr faul, was das Fressen angeht. Und wenn ihr euch vorher die Mühe gemacht habt, die Fische gesucht habt und auch richtig angelt, sitzt ihr auch richtig. Es kann einfach sein, dass die Fische gerade keinen Bock zu fressen haben oder wenn ihr zwei Nächte macht, erst in der zweiten Nacht anfangen zu fressen. Kann alles passieren. Deswegen gebt nicht gleich auf, habt Vertrauen in das, was ihr macht und dann werdet ihr auch euren Fisch fangen. Tipp 9 ist die Futtermenge. Seid noch ein bisschen vorsichtig, kippt jetzt nicht hier gleich 5 Kilo Boilies da auf den Platz. Die Fische sind noch recht faul im Frühjahr und werden auch noch nicht so das kranke Fressen starten. Deswegen lieber ein, zwei Hände großflächig um eure Hakenköder verteilen, ein bisschen kleines Futter noch oben drauf, feines Futter und dann werdet ihr nichts falsch machen. Und Tipp 10 ist für mich der wichtigste. Nehmt eine Spinnrute mit. Falls mal im Frühjahr nichts geht, könnt ihr euch immer die Zeit vertreiben. Ich habe bei mir im Futteral immer eine kleine Spinnrute mit drin. Und ja, wenn mal nichts geht, kein Karpfen beißt und die Fische noch keinen Bock haben, kann man sich immer ein paar Raubfische nebenbei ziehen, was immer Bock macht. Achtet natürlich auf die Schonzeiten. Im Frühjahr sind einige Fische noch geschont. Und ja, das macht einfach Bock. Macht das mal. Das waren meine 10 Frühjahrstipps für euch. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Das ist jetzt keine Hexerei, aber vielleicht könnt ihr den ein oder anderen Tipp mitnehmen und in eure Angelei anwenden. Für weitere Videos und für weitere Informationen abonniert unseren Channel hier und damit verpasst ihr kein Video, was in der Zukunft kommen wird.